Moin, hallihallo. Ja, im Nachhinein sind mir gestern nach dem ersten Video über den Double Alpha Shot Max 2 noch zwei Sachen eingefallen, die relevant sind. Und zwar, wenn man ihn im Acceleration-Modus betreibt, sodass er den Recoil der Waffe praktisch timen soll oder erkennen soll. Dazu ist es natürlich wichtig. Also wenn er den im Acceleration-Modus habt, er soll den Rückschlag erkennen, dann ist es natürlich klar, dass das Ding hier nicht am Arm rumschlabbern darf, ne? Dass er da nicht vernünftig den Recoil messen kann, wenn das Ding hier rumschlabbert und sich praktisch der Rückstoß der Waffe nicht vernünftig durch die Hand auf den Shot-Timer übertragen kann, funktioniert das natürlich nicht wirklich. Also das sollte dann schon halt stramm und fest sitzen, ne? Nicht so, dass das Band abreißt, aber eben fest, ne? Zack. Weiterhin ist natürlich auch klar, dass die Waffe halbwegs festgehalten werden sollte. Wenn du das Ding zu schlapprig in der Hand hältst und die ganze Energie, sage ich mal, in die Bewegung der Waffe geht und auch kaum in deine Hand übertragen wird, weil du sie schlapprig hältst, dann kann der auch nicht vernünftig timen. Wenn du generell einen zarten Griff hast, dann musst du eventuell die Sensitivität höher stellen, damit das halt trotzdem klappt. Und ansonsten halt gut festhalten. Das ist halt immer am besten, damit er vernünftig timen kann. Zum anderen ist es natürlich so sinnvoll, dass man den Griff immer gleich, also nicht mal schlapprig, mal fest, sondern dass man sich angewöhnt, genauso wie man der Griff als solches immer gleich sein sollte, ne? Für die Wiederholgenauigkeit ist das sowieso sinnvoll und genauso ist es nicht einmal schlapprig halten, einmal fest. Und ja. Normalerweise sind das Sachen, die klar sein sollten, aber wer weniger technisch denkt, für den ist das vielleicht nicht so klar. Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal gesagt. Das war's schon. Bis dahin. Kurzer Nachtrag. Tschüss.